Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Euro Truck Simulator 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, nach dem gestrigen, oder für mich gestrigen, nach dem Problem im letzten Video mit der ganzen Sonneneinstrahlung, stehe ich jetzt immer noch hier in, stehe ich jetzt immer noch hier in Vacharoš-Nameni. Oh ja, die Bedingungen sind jetzt nicht ganz so perfekt. Sonne kommt ab und zu gerade noch raus, aber das sollte sich so ungefähr in den nächsten anderthalb Stunden ändern. Aktuell haben wir eh noch eine Tagesfahrt und ich stehe jetzt hier gerade bei, ich glaube, TE Logistica. Und da ich halt nirgends anders, also was heißt nirgends anders, ich habe halt die Schale quasi noch nicht entdeckt, nicht freigeschaltet, weil ich mich ja hierhin teleportiert habe. Aufgrund der Werkstatt und den Auftrag abgebrochen habe. Deswegen stehe ich einfach mal hier, bin ich direkt zur nächsten Firma gefahren und wir schauen mal, welchen Auftrag wir dann von hier aus annehmen. Soweit ich mich erinnere, geht es dann einfach mal. Ist zwar nicht der beste Auftrag, aber ich glaube, der beste Auftrag wäre prinzipiell eher Dresden. Ganz knapp, aber links Dresden ist halt wesentlich, ja, schlechter, was jetzt den Preis hohe Schreckeneinheit betrifft. Deswegen würde ich sagen, fahre ich 695 Kilometer mit Computerprozessoren 3 Tonnen von Vacharoš Nameni in Ungarn nach Kragujevac in Serbien. Bei fehlender Aussprache gerne verbessern. Für Vacharoš Nameni habe ich extra nochmal bei Google nachgefragt, mehr oder weniger. Aber auch da alle Angaben ohne Gewähr und ja, wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, sehr gerne verbessern. Und bekommen dafür dann halt 22.320 Euro. Und ich würde sagen, lang genug gequatscht. Ab nach Serbien. Endlich mal mehr Richtung Süden. Und ich sehe, Griechenland haben wir sogar auch mit Thessaloniki und so weiter. Sehr schön. Okay, wir fahren los. Denn das Ding ist, ich muss jetzt noch umso mehr auf den Preis pro Streckeneinheit achten, einfach weil der letzte Auftrag oder die letzten drei Touren oder die letzten drei Folgen einfach eine komplette Miese waren. Das Einzige, was ich verdient habe, ist nix. Höchstens Erfahrung, dass ich, ja, keine Ahnung, was mache. Gar nicht mehr aufnehme im, wenn die Sonne scheint. Allerdings ist es auch schwierig, vor allem im Sommer. So, ich stehe nirgendwo was drauf, weil ich kann so schnell fahren, wie ich will, mehr oder weniger. Also, ich habe keine wirkliche Begrenzung. Dann wollen wir mal raus. 695 Kilometer, 9 Stunden heißt, das muss ich alles in einem Rutsch jetzt Biege nach hinbekommen. links ab. Und tanken müsste ich eventuell auch noch mal auf dem Weg. Hä? Really? Ich bin einfach zu dicht dran, ich merke das schon. Natürlich praktisch, dass ich jetzt wieder so viel Zeit jetzt gerade liegen lasse. Also das mit der Sonne ist echt zum Kotzen. Also ich weiß nicht, wie das im Sommer ist. Also im Sommer ist das dann Du entweder kannst ein von hier kompletter Rant erste und Ausfahrt nehmen. komplette, kann ich es komplett Nimm vergessen. diese Oder Ausfahrt. ich habe halt, jetzt weiß ich ja, was ich gestern vergessen habe. Ich war zu der mit dem Rocket League Pass beschäftigt. Ich wollte da gucken wegen Dingens, wegen
Na, wie heißt das Ding? Wegen... ich komme gleich drauf. Genau, wegen Gardinen wollte ich einmal nochmal schauen. Weiß ich nicht, also... hallo? Los. Wollen wir mal weiter? Ach ja, jetzt bei der Terminal noch rausgekommen, ne? Aber egal. Erste Ausfahrt nehmen. Prinzipiell... komme ich auch... ohne bis dahin aus, also ohne nochmal zu tanken. So ganz prinzipiell, ich habe ja noch so gesehen, ups, 70 Liter plus, wenn man so möchte. Ich hoffe mal, ich komme jetzt weiter als diese Kurve. Das war jetzt aber auch gerade echt wieder so ein richtig weirder Game Crash. So komplett out of nowhere. Lag nicht an der Gegend, war einfach halt, wie gesagt, komplett random. Okay, da vorne geht es dann jetzt links ab. Achso, ein Kreisverkehr. Okay, ich dachte, es wäre jetzt kein Kreisverkehr, sondern... am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Das sah noch nicht so ganz kreisverkehrmäßig aus. So, bevor da jetzt jemand noch nachkommt. Schon mal ab. Ein Kreisverkehr. Uiuiuiui. Und ab auf die Autobahn. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie schnell man jetzt in Ungarn fahren durfte. Als LKW. Offenbar 80. Dann fahren wir auch mal die 80. Da gab es einen Unfall. Um 1.20 Uhr bin ich dann wahrscheinlich dort. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Einfach darauf geachtet, durch welche Länder wir alles durchfahren. Wie viele Länder wir jetzt durchkreuzen. Ja. Kein weiteres. Abgesehen von Ungarn und Serbien. Ja, mal schauen, vielleicht kriege ich das gleich noch hin. So, 253 Kilometer noch bis Budapest. Vielleicht kriege ich sogar noch hin, 3 Kilometer. Vielleicht kriege ich sogar noch hin, vor dem Livestream vom Ibira DLC, dem ersten Livestream, wo bemerkt, also ich nehme jetzt das gerade alles auf am Tag des Releases. Vielleicht kriege ich dann rechtzeitig noch vorher hin, noch mal kurz bei Amazon nach oder sonst wo zu gucken. Nach Gardinen, die entweder das Licht halt komplett brechen oder halt ja. Das zumindest nicht starten, nicht so wie eine helle Gardine unterstützen. Ist schon schön, ne? Also hier. Die 1,40, die ist halt echt schon echt sehr gut gelungen. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Update und so ein Feature, wo man echt nicht müde werden kann, das zu erwähnen. Genauso wie mit dem Sound unter Brücken und so weiter und unter Tunneln, dass man quasi den Echo-Effekt hat. Das ist halt echt wieder so ein richtiges nice Upgrade. Richtig nice Step Up vom Game. Als ob. Gerade ein bisschen verwirrend, dass ich jetzt irgendwie die Kopfhörer wieder aufhabe und alles leiser ist als zuvor. Aber wahrscheinlich ist es nur so vom Feeling. So, jetzt muss ich mich gleich links halten, okay. Laut Navi. Wenn es mich ein bisschen besser und schneller überholen würde, wäre es natürlich optimaler. Dann kann ich auch hier mich einordnen. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Blitzer sind hier auch in der Nähe. Och, natürlich ist das hier wieder gesperrt, ey.
Es ist wieder so typisch. Okay, das heißt, ab jetzt muss ich wieder ein bisschen über dem Tempolimit fahren. Ich kann nämlich hier auch nicht lang fahren, weil das dann jetzt hier auch wieder gesperrt ist. Auf der okay, Gegenspur. Lass uns eine neue Route finden. Ich muss komplett eine neue Route finden. Ja. Ja, geil. Ich würde sagen, wir müssen hier lang. Zeit zu gehen. Und wieder eine 200 Kilometer lange Umleitung, ey. Das ist doch wieder sowas von zum Kotzen. 13 Stunden, Rest der 21 Stunden, okay. Prinzipiell könnte ich eventuell sogar noch einmal schlafen, könnte ich vielleicht hinbekommen. Aber der Auftrag, das wird auch wieder super, super eng. Wenn jetzt noch eine zweite Umleitung kommt, dann kompletter RIP wieder für den Auftrag, komplett RIP 17.000. Wahrscheinlich kriegen wir auch wieder gar kein Geld dafür, muss nochmal Geld ausgeben. Erst muss ich aber auf jeden Fall unterwegs tanken, das ist wieder auch so ein anderes Ding. Belastend. Bis zum Wegpunkt sind es 5 Stunden. Ich kann noch 8 Stunden. Das heißt, ich muss höchstwahrscheinlich, der Wegpunkt ist dort, heißt höchstwahrscheinlich, oh, kann man hier schlafen? Ja, ich könnte hier schlafen, heißt 5 Stunden. 5 Stunden von hier nach da. Wahrscheinlich muss ich dann hier schlafen. Machen wir da schon mal den zweiten Wegpunkt. Was gibt's denn hier? Freibier oder weswegen fahren wir so langsam? Ach, es verengt sich hier wieder alles. Ich verstehe. Wie gesagt, ich muss jetzt einfach mit 5 km pro Stunde über dem Tempolimit fahren, einfach weil die Zeit echt schlecht ist und das Gute ist, ich kann es halt auch wirklich mehr oder weniger leisten, in Anführungszeichen, da ich nur 3 Tonnen hinter mir herfahre, komme ich auch ganz gut ins Bremsen rein. Und der Retarder bremst ganz gut runter. Immer geradeaus. Beschleunigen wir mal wieder auf 75 km pro Stunde. Oh, Sonne kommt wieder raus. Geil. Kann ich jetzt gleich hier vielleicht auf dem Rückweg oder so? Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch gerade, ob in dem Real Life Prices Mod, ob da auch. Wobei Ungarn müsste, ist ja glaube ich mittlerweile auch Standard Game, oder? Ich glaube schon. Preislich könnte das wahrscheinlich so hinkommen. Ja, vielleicht, wenn ich die Möglichkeit auf dem Rückweg habe, kann ich den ja. Falls ich noch an der Tanke vorbeikomme, dann nochmal hier in Ungarn tanken. Mal schauen, ob ich jetzt in diesem Video überhaupt aus Ungarn rauskomme. Oh Gott. Halb hier die Zunge am Abbeißen hier beim Quatschen. Okay, wir verlassen sogar noch mal kurz. Wir verlassen Ungarn, um wir nach Ungarn reinzufahren, um nach Serbien. Ach Gott. Also, das ist ein richtiger Umweg nach Serbien, ey. Holla, die Waldfee. Das ist ja ein Umweg. Falls ich hier die Möglichkeit habe beim Grenzübergang. Nee, habe ich ja leider hier keine Möglichkeit zu wenden. Hätte ich beim anderen gehabt, hätte ich mal beim anderen versuchen sollen. Also nochmal schön in die Slowakei rein. Wenn man darf hier 90 fahren, das ist ja auch schon mal nett. Zumindest ein kurzer Abschnitt, wo es dann schnell vorangeht.
ja auch schon mal was, aber gut. Durch Ungarn muss ich trotzdem nochmal durch. Demnächst rechts abbiegen. 50. War unerwartet. So, Kosice. In Kosice drehen wir dann. Oder Richtung Kosice. Besser gesagt, ist ja nicht in Kosice. Das Ganze aus. Okay, jetzt sind die Bremse wieder ordentlich stark. Bei der letzten Tour mit 21 Tonnen waren sie halt auch wirklich richtig schwach immer noch. Das heißt, einmal kurz hier in Kosice. Ja, wir sind ja doch in Kosice. Und dann links ab. Kilometeranzahl hat mich dann doch ein bisschen verwirrt. Okay, das heißt, einmal in Kosice drehen und dann wieder aus der Slowakei raus nach Ungarn. Was zum Geier passiert hier? So, schön rechts halten, da ich dann ja irgendwann auch wieder rechts abbiegen muss. Komm, ich fahre jetzt einfach mit 55 hier durch die Stadt durch. Ich hab's eilig. Ich weiß ja echt nicht, Moment, schlafen. Man schläft, glaube ich, 8 Stunden. Ah, der Auftrag sollte passen noch. Nee, geht's gar nicht durch. My bad, noch weiter geradeaus. An Obi vorbei. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, schon wieder. Was ist denn hier los in Kosice? Wahrscheinlich einfach eine Ampelschaltung und einfach rechts gerade das Pech. Nach rechts ab. Mensch, das ist ja richtige Disco-People hier. Die menschlichen Disco-Lichter. Immer geradeaus. Okay, hier geht es gerade echt wild zu. Ich merke das schon. Ich weiß gerade, ich muss wahrscheinlich jetzt wieder. Ne, ich muss mich. Auch weiter. Dass er nach Ungarn geht. Weiter. Gerade aushalten. Immer geradeaus. Ach ja je. Das ist aber auch hier. Wie viele hier über Rot fahren, oder? Alter. Du musst eh links abbiegen, aber dieses Rumgeeiere, das. Links halten. Jetzt dann doch noch zu sehr auf den Geist. Jetzt hier links abbiegen, wieder Richtung Ungarn. Der Kollege lässt uns. Und dann geht es jetzt auch gleich wieder mit 90 Sachen wieder kurz zumindest weiter. Bis ich dann wieder unterbremsen muss auf 70. Weise 75, da ich wie gesagt erstmal 5 Kilometer pro Stunde drüber fahre, einfach um ein bisschen Zeit gut zu machen. Und da ich auch nicht viel Gewicht drin habe, was mich drückt, kann ich das auch mal riskieren. Würde ich behaupten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich geblitzt werde, ist halt eher dadurch gering, als wenn ich jetzt mit 21 Tonnen oder so fahren würde. Achtung, achten Sie
Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich bin wieder in Ungarn. So, ob ich jetzt 90 fahren dürfte. Ich bleib bei 75. Das sind doch einfach Fake News hier. Sag ich ja. Ich sage es ja, Fake News. So, und dann wieder weiter. Weiter Richtung Serbien. Jetzt aber auch wirklich Richtung Serbien, in die richtige Richtung. Also Ding ist, es könnte halt gut möglich sein, dass es jetzt mittlerweile hier auch wieder lang gehen würde, aber einfach sicherheitshalber und da es hier auch eher Landstraßen sind, es ist halt sicherer, dann nicht erstmal hier lang zu fahren. Kann natürlich sein, dass ich wieder nicht durch Budapest durchkomme. Deswegen fahre ich jetzt einfach mal nach Debrecen. Und wie immer bei den ganzen Städtennamen, bei Fehlern in der Aussprache gerne verbessern. Ich werde mir gleich nochmal, bevor ich den Livestream starte zum Ibira DLC, werde ich mir nochmal alle Städte versuchen, so gut es geht, einzuprägen, wie sie ausgesprochen werden, wie die spanischen Städte ausgesprochen werden. Wovon es einfach jede Menge gibt und die ganzen portugiesischen Städte, dass ich mir versuche einzuprägen. 49 Städte an der Zahl muss ich mir noch einprägen in den nächsten, die Aussprache in den nächsten 2 Stunden, also eigentlich ungefähr eine Stunde vorm Release. Beziehungsweise eine Stunde vorm Stream. Weil davor muss ich erst nochmal downloaden und da ich nicht weiß. Immer geradeaus. Mein Gott, bieg doch einfach ab, ey. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. War auch ein bisschen dumm, da jetzt einfach nicht zu bremsen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er da einfach noch 10 Minuten steht. Gab für mich jetzt keinen Grund dafür. Ehrlicherweise. Irgendwie wirken die Felgen vom Trailer hier hinten auf der linken Seite mehr chromlastig als rechts. Aber gut, das liegt wahrscheinlich auch eher nur am... einfach daran, weil rechts die Sonne dagegen scheint und links nicht. Ich vermute jetzt einfach mal. Wait a second, wo war denn überhaupt die Sperre? Die Sperre war doch hier, oder? Ja, die Sperre war hier. Würde ich denn nach rechts noch? Ich könnte noch trotzdem noch nach Budapest fahren, aber. Wenn es jetzt gleich hier rechts wieder weitergeht, aber es scheint mir nicht weiter zu gehen, da. Nein. Und dann bleiben Sie immer geradeaus. Genau richtig gewählt. Immer geradeaus. Ich muss noch runter auf 40, ich glaube mit 40 geht es jetzt gleich hier hoch. Und auch mit 50, aber scheinbar. Ne, mit 40. Dann geht nochmal runter auf 9, bei 35, sicher ist sicher. Falls die KI jetzt nicht wieder hochkommt. Wenn sie auf die Autobahn wirklich raufkommt. Bin ich erstmal gespannt, 6 Uhr soll ich jetzt dort sein. Zumindest erstmal, oh Gott, jetzt muss ich mal auf den Monitor wechseln, weil der Sonne gerade kurz wieder rausgepumpt. Äh, 85. So, schneller Tandem. Ich fahre jetzt auch wieder mit Licht. Es gibt Bremse da vorne wieder. Jetzt
sowieso langsamer, weil ich hier langsam dran vorbeifahren kann nur. Dürfte wieder vorangehen mit schnellerer Geschwindigkeit. Ich kann absolut nachvollziehen, warum der Jeep, Land Rover, ich habe keine Ahnung. Hier bitte rechts halten. Die rechte Spur gewechselt ist. So. Jetzt will er doch hier lang, okay. Ich verstehe. Warum kommt denn jetzt die Sonne so gut raus? Was soll denn das? Lass das mal. Dankeschön. Da wurde es auch schon wieder weniger. Perfekt. Ja, das sieht dann einfach schon schön aus. Sorry. Ja, weiter jetzt rechts. Ne, Moment, geradeaus. Okay. Prinzipiell kann ich auch nach rechts, aber scheinbar geht es noch weiter geradeaus. Liegt vielleicht daran, weil ich dann vorbeifahre. Hätte ich auch zuerst drauf kommen können. Muss ich wieder langsamer werden. Muss ich doch langsamer werden. Weiß gar nicht, ob hier Überholverbot ist oder nicht. Warum denn so langsam? Was soll denn der Mist? Ich muss langsam tanken und ich sehe nichts, weil die Sonne doch wieder rauskommt. Also warum geht es jetzt hier so langsam voran? Ich verstehe es nicht. Wollen da so viele abbiegen und es geht nur so langsam oder wie oder wo oder was? Ich hoffe mal, dass die Sonne bald wirklich weg ist, weil wenn die Sonne beim Stream noch da ist, dann Prost Mahlzeit. Och Mensch, muss es... Oh. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, jetzt! Ja Gott, nochmal. Achso, wir müssen alle hier lang. Ich verstehe. Ja, da konnte ich nicht bremsen. Mehr, weil ich das erstens so spät gesehen habe und zweitens einfach nichts sehe wegen der Sonne. Man kennt's. Ich mach wieder nur miesen wegen der Sonne. Demnächst rechts abbiegen. Ich sag ja. Diese scheiß hellen Gardinen, die müssen langsam mal weg. Biege nach rechts ab. Jetzt weiß ich ja, was ich erwähnen wollte. Also, im Grunde genommen habe ich es eigentlich schon. Du blinkst links, warum biegst du rechts ab, Mann? Deswegen blinkt er links. Jetzt muss ich mich wieder hier auf das kleine Bild bei OBS Studio wieder reinlegen. Mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt muss ich das Mikrofon auch nochmal drehen, damit ihr mich besser versteht, weil ich jetzt wieder so dicht am kleinen Fenster klebe. Das hat auch nicht wirklich viel bringt, weil ich halt immer noch so wenig sehe. Oder nicht viel mehr sehe, besser gesagt. Aber ja. Prinzipiell war ich auch teilweise im Überlegen, ob ich irgendwie hier oben wo los oder so einbaue oder so, aber. Demnächst rechts abbiegen. I don't know. Ist halt die Frage, was am sinnvollsten ist. Kein Basis und schon mal, ob ich jetzt irgendwie gut abgebogen bin oder schlecht abgebogen bin. Da kommt nichts. Hinter dem LKW, dem Bus hinterher. Da habe ich glaube ich die Kurve gerade geschnitten. Das kam mir zumindest so vor. Aber genau sagen kann ich es nicht. Warum? Die Sonne sollte doch. Oder war das erst später? Das
Problem ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was. Wie das nochmal war. Ob das jetzt zwischen 18 und 19 Uhr so war oder später. Eigentlich wundert mich dass die Sonne jetzt gerade so kräftig und so lange draußen ist. Auf dem Wolkenradar sah das jetzt gerade nicht so aus, als ich geguckt habe, bevor ich aufgenommen habe. Ach so, ja, okay, never mind. Eine Stunde nochmal verschoben. Das könnte eine witzige Fahrt nach Spanien werden. Wenn der Mist so weiter bleibt. Haben wir dann überhaupt heute Sonnenuntergang? 20.14 Uhr, ja. RIP me. So, das ist gerade so ein bisschen weiter weggegangen, aber auch ein bisschen weniger geworden, aber ich kann da trotzdem noch nicht wirklich auf dem anderen Monitor schauen. Okay, müde werde ich noch nicht. So in-game mäßig. Das heißt, ich kann halt wirklich noch weiterfahren. Ich schalte auch noch zur Tanke. Das steht schon mal fest. Das war ja noch, da war ja ein Bus davor. Vor uns. Wenn es jetzt hier in Ungarn noch Straßenschäden gibt, ne, dann. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Demnächst rechts abbiegen. Eine werde ich da voll reinrasen. Rechts ab. So ein Ding ist es also, ich verstehe. Ich habe mir was anderes gerechnet. Ich habe mit einer Rechtsabbiegerspur, bis wir mit einer Abbiegerspur gerechnet. Lag ich wohl falsch? Geht's bergauf oder kommt es mir nur so vor? Jesus, ach Gott, ey. Ich muss es halt echt verdunkeln, ne? Das stelle ich schon mal fest. Ich habe das Gefühl. Immer geradeaus. Hei. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Kann ich jetzt nicht die Tagfahrt haben? Oh Gott, das war verkehrt. Nochmal hier raufdrücken. Kontrast hochballern. Ich sehe zwar jetzt gerade nichts, weil das Fenster davor ist. Hallo, Fenster bitte zurück. Dankeschön. Es macht zwar keinen sonderlich starken Unterschied, den Kontrast jetzt hier zu schalten, aber besser als gar nichts. Oh Gott, diese kleinen Birken. Da muss ich auf aufpassen, die kleinen Birkenbäume, dass ich nicht dagegen fahre. So, wie weit haben wir es denn noch? Zum nächsten Wegpunkt 75 Kilometer, 1 Stunde 20. Ja, das passt, dann würde ich sagen. Halte ich dann gleich hier. Ich tanke und schlafe dann. Und dann kann ich höchstwahrscheinlich dann in der Morgendämmerung oder bereits schon beim Tageslicht dann weiterfahren. Dann sehe ich auch wieder was. Trotz Sonneneinstrahlung des Grauens mal wieder. Oh Gott. Ich muss mir, glaube ich, meine Sonnenbrille zulegen. Eieieiei. Also so zusätzlich dazu noch. Ja, also entweder Sonnenbrille oder hier Sonnenbrillengläser zum draufklappen. Oder halt eine Gardine, wobei ich eine Gardine eher bevorzugen würde. Oh Gott. Biege nach links ab. Ich glaube, ich ist, denke ich, glaube ich, auch ein bisschen effektiver als eine Sonnenbrille. Warum ist denn jetzt hier so viel los?
Von rechts kommt nichts. Von links auch nicht. Dann fahren wir mal. Sind da schließlich nur noch 75 Kilometer bis zum Schlafplatz für die Nacht. Dann sehe ich vielleicht beim Tag vielleicht auch die Birken besser. Die kleinen Birkenwälder. Das wäre jetzt auch nicht mal allzu weit, auch nicht mal allzu weit bis nach Serbien. Immer geradeaus. Ich glaube prinzipiell ist auch eigentlich komplett schwachsinnig von mir. Was mir halt auch erst später eingefallen ist, also im Grunde genommen, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, dass ich ja eigentlich das einfach bei Steam, dass ich Beta DLC deaktivieren kann, dann kann ich immer noch hier weiterfahren, ohne dass Promods geupdatet wurde. Von daher habe ich jetzt einfach dann prinzipiell, wenn man es mal so betrachtet, für den Monat aufgenommen und ja. Wir schauen da mal weiter, ne? Also wenn nach diesem Video, nach dieser Tour besser gesagt, habe ich dann quasi zum Beispiel mal wieder für den Monat vorproduziert. Das ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Aber die Sonne, also ich muss halt echt was dagegen machen, dass Sonneneinstrahlung halt so stark ist, weil dadurch sind meine Augen den ganzen Tag noch müder als vielleicht ohnehin schon. Und durch die permanente Sonneneinstrahlung habe ich halt dann den ganzen Tag über Kopfschmerzen. Das ist auch egal, ob ich Fenster auf habe, was trinke, mich bewege draußen oder whatever. Ist halt, okay, ich muss also nochmal hier so einen Brazilian U-Turn machen hier, um zur Tanke zu kommen. Und zum Schlafplatz. Ach verdammt, da wird es nochmal gleich eng. Den LKW habe ich nicht gesehen. Ach, einmal voll tanken, das wird jetzt auch wieder schwerer, was wird wahrscheinlich wieder 1000 Euro sein, die jetzt wieder weg sind. €1.520 für 1256 Liter, aber nur 1,21 € pro Liter. War ich wieder ein bisschen voreilig los. Dann legen wir es meinen lebenden Kollegen hin. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen von dem heutigen Eurotruck Simulator 2 Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Eurotruck Simulator 2 Video wieder, wenn wir dann unsere Reise fortsetzen nach Serbien.